Kastegräf in einem der größten Kabe vollintegrierten, die es gibt, der Imperial i860 LQB. Wir platzieren ihn mal auf einen Stellplatz in der Mitte, dass wir das Ganze mal sehen. Da steht er. Und er steigt vorne aus. So können wir nämlich auch mal von der Seite betrachten. Imperial i860 LQB, das ist die größte Baureihe, die es gibt, Imperial, oder? Es ist noch eine Reihe größer, das ist der 910er. Ja. Das ist der 860er. So, der 910er steht daneben. Die größte Baureihe, Imperial ist aber das größte, was es gibt. Crown ist, glaube ich, drunter? Ja, ja, der Imperial ist der größte und der mit einer luxuriösen Ausstattung fast voll. Mhm. Und ja. Bei Kabe grundsätzlich ganz viele Ausstattungsdetails, die man bei anderen extra kaufen muss, ist bei euch mit drin? Ja, glücklich hat Kabe eine nicht so große Optionenliste. Alles, was man hat, ist gebaut auf Komfort. Und ja, bei einem Imperial haben sie eine Serie an Cinderella-Verbrennungstoiletten, eine Hubstützanlage von Alco aus. Nochmal, eine Cinderella ist sehr mäßig. Ja, ist in Serie dabei. Genauso wie eine Solaranlage, großes Batterie, Lederpolster, Klimaanlage. Ja, fast volle Ausstattung. Ist der noch zu haben? Diese ist verkauft, die haben wir Samstag bekommen von Kabe aus und die mussten wir nächste Woche ausliefern an der Kunde. So, ihr prüft alle Autos, die kommen, so ein paar Kleinigkeiten findet man immer überall bei jedem Auto. Ja, klar. Oder? Ja. So, und das heißt, die werden nochmal kontrolliert, dann darf der Kunde sogar hier bleiben. Ihr empfiehlt sogar, ruhig mal ein, zwei Tage mal hier zu bleiben. Ich sag mal, das ist wunderschön, man kann hier Urlaub machen mit allen drum und dran. Ja, Familie von uns hat eine Camping, das ist 10 Kilometer weiter hier. Und wir versuchen der Kunde, um da ein oder zwei Nächte zu verbleiben. Wenn da Kleinigkeiten sind, dann kann man auf den Rückweg bei uns vorbeikommen. Mhm. Oder ich bin selbst da und mein Papa ist auf dem Camping, wenn da ein Fehler ist oder sowas. Es sind meistens gar keine Fehler. Es sind oft Bedienungsfehler. Die Leute, die wissen noch nicht gut, wie es geht und so. Und man kann nicht immer alles begreifen am Anfang, oder? Ja, wenn wir eine Auslieferung machen, dann dauert das ungefähr 2 Stunden. Und es sind natürlich viele Informationen. Und es kann sein, dass da, ja. Dass die Leute es vielleicht nicht wissen. Made in Sweden. Viele Sachen, die man nicht weiß, erfährt man erst, wenn man das Auto später wieder verkauft. Dass man zum Beispiel große Einladungsfächer hat, ja, in Spoilern verpackt und so weiter. Das ist hier nicht so. Nein. Denn man hat hier die größte Garage der Welt, habe ich das Gefühl, zumindest mal für Kabe. Nein, das ist nicht der ganz große Garage in der Welt. Aber sie ist wirklich groß. Ist gut verbaut, auch beheizt. Zentralverkrendelung, Außendusche, Inverter. Ja, alles ist drin, alles dabei. So, man kommt mit dem Gas bei euch wesentlich länger als bei vielen anderen, weil die Dämmung so gut ist bei dem Auto, oder? Die Isolierung ist top und so verbraucht man nicht zu viel Gas. So, Zentralverriegelung ist hier Serie? Ja, ist in Serie. Ach, ich brauche noch einen Schlüssel, siehst du mal. Aber ich glaube hier ganz unten nicht, oder? Das Schöne war, dass hier man gut kann sehen, dass das ein Doppelboden hat. Ja. Und dass hier auch noch schöne Staufache in verbaut sein. So, die kann man rausziehen, vorne austauschen, großer Doppelboden. Und für vielleicht ein Wintercamping ist hier noch ein Skifach. Ach, das lange Fach? Ja, das hatten der Wohnwagen und auch den Reisemobil. Hier einfach so Skis laden kann. Alles ist auch beheizt, was man da instellt, wird auch beheizt. Ganz kurz die Breite von dem Fahrzeug. Sind das auch 2,45 Meter bei dem? Nein, ist kein 2,45, ist 2,30 ungefähr. 2,30, das heißt, ich komme überall mit durch. Viele Leute wollen ja gar kein breites Fahrzeug haben. Ihr habt natürlich die Teilintegrierten mit bis zu 2,45 Meter Breite. Aber hier hast du ein kleines, handliches Fahrzeug, mit dem man nicht so auffällt, hast du gesagt, weil viele Leute Kabe ja nicht kennen. Es gibt ja viele Leute, die haben Geld, aber die wollen es vielleicht auch nicht ganz so zeigen, oder? Ja, und das ist Kabe eigentlich ein Understatement darin. Gut, solange wir die Filme natürlich machen, irgendwann, ja, das ist egal, Strom brauchen wir nicht. Denn der ist gerade erst neu reingekommen. Die Polsterfarbe richtig schön. Also ja, ihr habt das helle Holz. Ja, helle Holz, helles Polster.
ist optisch sehr raum. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. 9 Meter, fast 9 Meter Länge hier drin. Ihr habt weißes Holz, da fällt die Mikrowelle, kann man jetzt endlich mal sehen. Ja, bei der Küche ist bei der Imperial dem Oberkastkleppe in weiß, Mikrowelle verbaut. Ich finde es selbst schön in diesem Grundriss, dass sie eine separate Dusche hat. Mhm. Und wenn man die Tür von der Toilette öffnet. Raumbad. Ja. Ist das natürlich in Abend gut abgeschließt und sie haben eine andere Seite, ein Raumbad. Ja, wir können uns das mal anschauen, vielleicht mal bei dem Schrank, wenn du den mal gerade hier aufmachst, hier den kleinen Kleiderschrank. Ja, diese? Denn ihr habt überall, habt ihr spezielle Profile eingebaut, damit die Türen stabil werden. Ja, richtig. Das ist ein Panel, das das gut auf den Platz holt und noch 3 Scharniere drin. Und so sieht man auch, wenn das abschließt, dass das nicht klettert oder sowas. Mhm. Ja. So, und das hast du alles. Ist dabei der Teppich auf Wunsch? Oder? Ist eine Option. Option. Ja, zusätzliche Optionen kann man auch da ausnehmen. So, ich zeig dich mal gerade, du bist 1,95 Meter, Stehhöhe ja. Passt. Das ist hier, habe ich jetzt kein Hubbett in der Mitte, sondern hier vorne. Ja. Das heißt, ein klassisches Hubbett mit drin. Du hast hier das große System M-Bux mit eingebaut, wieder mal Vollausstattung, was den Motor angeht. Ja, und was auch noch im Serie ist bei dem Imperial, ist, dass der Distronic dabei ist. So. Abstandstempomat ist dabei in Serie. Dann hat man viele Schalterchen, die man von Mercedes nicht kennt. Zum Beispiel die Entleerung des Grauwassers ist hier auf der Seite elektrisch. Das müssen ja viele extra bezahlen. Bei Kabe ist die elektrische sogar bei mir dabei. Ja. Alles ist eigentlich im Serie, ja. So. Das Polster. Das ist eine Rundsitzgruppe, wenn du beide Sitze mal drehst, wenn du mal gerade so lieb bist, mal einen drehst, den Fahrersitz vielleicht. Ja. Das wird mal sehen, wie leicht das geht. So, der Kass hat nämlich erzählt, er macht nämlich gerade den Führerschein, den C1. Da bist du dran, das soll dieses Jahr noch fertig werden. Was denkst du? Der Führerschein? Ja, genau. Habe ich geholt. Hast du gemacht? Ich habe das gemacht. Wann denn? Ich kann fahren. Einen Monat zurück ungefähr. Einen Monat zurück. Ja. Boah, ist das ein schöner Sitz. Wenn du mal gerade die Folie ein bisschen hochhebst, dass wir mal gucken können. Das ist ja nochmal eine ganz andere Klasse wie bei mir. Das heißt, der Sitz ist komplett designt. Jetzt nicht von Mercedes, sondern es ist ein Extrasitz, oder? Ja, ist speziell von Kabe. Kann man auch sehen, das Logo ist da eingebordiert. Natürlich, dieser hat Sitz, Heizung und Belüftung. Der saugt. Ja, und der Gürtel ist schön integriert. Die 2 Lenkenrade noch drin. Sehr schön. So, und der Tisch ist auch höhenverstellbar. Auch hier könnte jemand schlafen. Ja, und diese kann man offen setzen und da kann man den Tisch in jede gewünschte Position kann man das einstellen. Der 860er hat der größte Rundsitzgruppe von der Gabenmodelle. Planen Sie das wo? Bei dem? Wenn Sie es hier verbaut, ich mache mal öffnen hier unten. Der kommt noch rein. Ja, das muss hier noch einbauen. Ja. Das ist auch das, was der Kunde haben möchte. Viele wollen ja gar keinen Fernseher mehr. Ich wollte gar keinen haben. Ja. Bei Kabel bin ich ja gut bedient, denn sehr mäßig ist die Dachantenne dabei für DVB-T. Für DVB-T, ja. Und das auch für den Radio. Umfang. So, DRB Plus ist mit dabei. Küche haben wir gesehen. Der große Tower ist mit dabei. Als AES-Version, was ich persönlich ja liebe, ist ja nach wie vor AES. War ja ganz großer Verfechter von dem Kompressor-Kühlschrank. Das Problem war allerdings die Lautstärke. Also wenn du wirklich in dem Van drin bist und du hörst den Kompressor und du bist empfindlich für leise Geräusche. Es gibt ja Leute... Ja, ich finde selbst der Kompressor-Kühlschrank kühlt viele Male besser. Natürlich bei Kabe ist ein Silence-Mode verbaut, was auf der Steuerung einstellbar war. Das können Sie auch am Zeit einstellen. Ja, und dann funktioniert das sehr gut mit einem Kompressor-Kühlschrank. Ich habe ihn nachts immer deaktiviert, habe ihn ausgemacht nachts und morgens wieder angemacht. Das ging dann auch, ja, weil der auch sehr, sehr gut isoliert und dann habe ich ihn gar nicht mehr gehört. Aber der AES-Kühlschrank, den hörst du gar nicht mehr. Also der ist quasi lautlos. Also diese ist nicht der Kompressor-Ausführung, aber sieht eigentlich gleich so aus. Und hier natürlich der große Backofen noch. So, komm, wir gehen mal ins Raumbad. Da ist die Klimaanlage in der Mitte montiert, da wo es auch Sinn macht. Das heißt, ich kann wählen vorne, hinten, indem ich die Tür schließe, kann nämlich hier nochmal eine Zwischentür zumachen. Das können wir gleich mal zeigen. Raumbad, da haben wir kurz drüber gesprochen.
Da ist das Raumbad mit drin, große Dusche. Okay. Und noch eine Trennwand, die man noch mal extra zumachen kann. Das ist hier, ja. Wenn es mal wirklich sehr, sehr heiß wird, dann kann man einfach hier noch mal zumachen. Und dann packt die Klimaanlage auch das ganze Auto. Ja, das ist Queensbett. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Man kann einsteigen wie zu Hause. Ich muss nicht hochklettern irgendwie groß. Ja. Hier natürlich an beiden Seiten noch tiefen Schranken. Hier unten sind noch Schranken verbaut. Natürlich unter das Bett hier Schranken verbaut. Was auch schön ist bei Kabe, der Verarbeitung von das Bett. Das ist nicht von Holz, aber das ist von Aluminium. Mhm. Natürlich mit einem Holzklotz. Und hier eine gute Matratze mit einem separaten Topper drauf. Aus Lippstadt, Otten, Horst Otten GmbH, hat zumindest mal die Matratze gemacht. Hier vorne steht es drauf, da ist das Set mit drin. Die Bezüge, Überwürfe, Kissen, alles dabei? Alles ist dazu, ja. Alles ist dabei, sogar bei meinem, den wir heute neu bekommen haben, war das mit drin. Alarmanlage hier ist mit drin, Solar ist auf dem Dach mit drauf. Ist Lithium Serie bei dem hier? Lithium ist nicht in Serie, aber war möglich als Option. Ja. Und. So, die Mikrowelle darf auch nicht fehlen, die ich sehr, sehr praktisch finde. Da brauchen wir natürlich einen Wechselrichter dafür. Das ist mit drin. Um maximal 30 Minuten darf man die anmachen, siehst du? Ja. Sonst wird es zu heiß. Cool. Also mir gefällt er echt gut. Und wenn man sowas haben möchte, ja, das Thema ist natürlich Einfuhr und Mehrwertsteuer ist das große Thema, das alle Leute begeistert. Wie ist das denn jetzt hier in den Niederlanden? Ihr habt eine riesen Ausstellung direkt an der deutschen Grenze, habt eine Luxussteuer, die für die Niederlande gilt, habt 21% Mehrwertsteuer, das spielt keine Rolle. Die Luxussteuer muss ich nicht bezahlen als Deutscher. Nein, das ist nur für holländische Kunden. Und in Holland haben wir 21% Mehrwertsteuer und in Deutschland 19%. Sie kaufen bei uns netto ohne Mehrwertsteuer und hoffen nur dem 19% in Deutschland zu bezahlen. Geht sehr einfach. Ihr braucht aber dann wahrscheinlich als Händler einen Nachweis, dass die auch bezahlt wurde, die Mehrwertsteuer. Weil ansonsten kann es ja sein, dass jemand zahlt das ohne Mehrwertsteuer, zahlt die Mehrwertsteuer nicht in Deutschland. Wie läuft das? Das geht von der holländischen Steueramt ab. Das ist nicht von uns aus. Automatisch? Geht eigentlich automatisch, ja. Sehr schön. Das heißt, ich zahle netto ohne Mehrwertsteuer, die Mehrwertsteuer zahle ich in Deutschland. Für Auslieferung bekommen Sie von uns das COC-Papier. Okay. Damit können Sie alles anmelden und dann kommen Sie das abholen mit Ihrem IRS-Nummernschild. Das habe ich so gemacht. Also, ich habe mir das zugeschickt, ich habe den Fahrzeugpreis überwiesen, bekomme dann das COC-Papier. Wenn ich jetzt vorsichtig bin und sage, naja, ich überweise euch ja keine 200.000 Euro und habe nichts in der Hand, kann man das Zug um Zug machen? Kann man sagen, okay, ich weise nach, dass es ist, ich warte hier Blitzüberweisung? Das geht auch, oder? Geht auch, ja. Geht auch. Ja. Aber passiert selten. Passiert auch selten oder wir können mit einem Exportkennzeichen arbeiten. Dann kriegen Sie ein Kennzeichen, womit Sie 2 Wochen fahren können. Es war aber hier noch nie jemand mit dem ganz großen Geldkoffer hier, der die 200.000 Cash? Nein, nein, nein. Das darf man, glaube ich, nicht mehr, oder? Wollen wir auch nicht mehr haben. So, hier vorne, das ist wahrscheinlich auch schon das nächste Gelände, was ihr jetzt ins Auge gefasst habt, oder? Das ist unsere, ja, wie sagt man das? Unsere Neighbor. Und in der Zukunft wird hier etwas gebaut für eine Firma. Okay. Oder wenn wir Platz nötig haben, dann können wir noch ein Stück davon kaufen. So, wäre doch gar nicht schlecht hier, oder? Der Platz. Wenn ganz Deutschland nach uns kommt, um was zu kaufen, dann müssen wir diesen Platz haben. So, komm mal kurz mit, bitte. Dann zeigen wir mal gerade. Da vorne ist nämlich dein Papa. Es gibt nämlich einiges zu berichten. Du hast das 45 Jahre lang gemacht. Jawohl. Und jetzt ist der Sohn in Amt und Würden und wir fahren gleich zu deinem Hausboot. Ja, ja, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken, gleich im Anschluss. Der Kass macht das gut, muss man sagen. Das ist kein leichter Job. Also hier das Ganze, ich sag mal, in Schach zu halten, zu verkaufen. Er hat selbst noch Kinder. Das ist schon anstrengend, oder? Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Er hat auch geübt. Erst über 10 Jahre ist er schon damit beschäftigt. Und man macht so Schritt für Schritt. Macht man weiter und er soll das übernehmen und weitermachen und sein Brot verdienen, sodass der Kleine später noch auch mal wieder übernehmen kann. Ja gut, er hätte ja auch was, ich sag mal, normales, ordentliches machen können, zur Bank gehen oder so. Das hätte können, aber ja. Er wollte nicht. Nee. Ja, wir sind bei Dick Reef, Recreazi, der größte Kabelhändler der Welt. Ihr habt eine riesen Ausstellung. Du bist großer Kabelfan auch, oder? Ja, sicher. Ich habe Bekanntschaft gemacht mit Kabel. Und ja, da war ich sofort, habe ich gesehen, dass es so große Unterschiede gibt zwischen anderen Herstellern. Und da bin ich sehr zufrieden mit Kabel.
Und da haben wir zuerst mit Wohnwagen längere Zeit durch Europa gefahren. Und jetzt am Anfang dieses Jahr habe ich den Reisemobil ausprobiert. Dann sind wir nach Spanien gefahren, haben wir da 4 Wochen rumgezogen. Und wie war's? Und das ist hervorragend, das kann ich Ihnen sagen. Es ist nur, man muss einen, meistens muss man gucken, möchte man entweder einen Wohnwagen oder ein Reisemobil. Und ja. eigentlich ist es am besten Wohnwagen und Reisemobil. Wenn man eine längere Zeit irgendwo steht, dann ist es sehr schön, wenn man das Auto dabei hat. Und wenn man rumzieht, dann ist es mit einem Reisemobil hervorragend. Jetzt werden viele jetzt schreien und sagen, die Fahrzeuge kosten ab zum Beispiel 6-stellig aufwärts. Wohnwagen, ich glaube 35.000, 40.000 fängt das an, oder? 40.000, ja, ist Abpreis. Wohnwagen an. Das ist eine Menge Geld, aber die halten auch lange, oder? Ja, der Werteverlust für eine Kabel ist was weniger als andere Hersteller. Ich denke, das ist ja auch ein exklusiver Produkt kaufen, wenn man ein Kabel hat. Und der Komfort, ja, es kostet etwas, aber sie haben auch etwas mehr. Vielen Dank. Tschüss, Cas. Tschüss. Wenn ihr Lust habt, heute 11. Juli 2022, kommt nach Gerwe. Tschüss.